Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Dirt Rally. Wir gehen natürlich direkt in den Vollbildmodus. Wir haben letztes Mal unseren ersten Platz 1 erfahren und wollen jetzt mal gucken, ob wir nicht ein neues Fahrzeug uns davon kaufen. Opel Kadett wäre ja irgendwie cool, aber der Stratos hat einfach so einen geilen Ruf. Ich kann mich nur noch nicht entscheiden, ob ich den wirklich will. Ja, das ist so ein Audi Quattro, Gruppe B. Nein, eigentlich müssten wir ja bei den 60ern bleiben, weil unsere Perks alle darauf ausgelegt sind, aber die können wir ja auch wechseln. Also ich kaufe jetzt den Stratos, so. Fertig. Der sieht natürlich in dem klassischen Simpson-Grün am besten aus. So, und dann werden wir mal von unseren zwei Dings hier den Vertrag verlängern. So, und dann müssen wir die Perks wechseln. Auch wenn wir mit dem Mini noch was schaffen könnten, aber ich will jetzt mal einmal hier ich will jetzt einmal das anpassen. Was haben wir da noch? Forward. Nee, wer hat. Was ist denn der für ein Fahrzeugstyp? Rear Heckantrieb. Okay, dann brauchen wir jetzt Perks für Heckantrieb. Haben wir schon. Ja, okay, wir lassen das jetzt mal so. So exakt wird das wohl nicht sein. Ach so, wir müssen ja mit dem. Okay, dann müssen wir doch wieder zurück mit dem Perk hier. Also doch wieder auf die 60er. Wir müssen ja mit dem Dings zu Ende fahren. Weil es natürlich blöd. Wir müssen ja mit dem Mini weiterfahren. Außerdem brauchen wir für den ja auch noch einen. Letztes Upgrade. Hier scheint keine Strecke im Kreis zu führen, wenn ich das richtig sehe. Finnland hat immer sehr lange Geraden. Da müssen wir entsprechend anpassen. Mal gucken, ob wir uns dann noch weiter verbessern können. Wir brauchen erstmal eine lange Übersetzung dafür. Ich glaube, das könnte hier auch ganz gut funktionieren. Das probieren wir erstmal so mit dem gewohnten Shakedown Cruise. Diesmal in feurigem Rot. Auch wenn ich wirklich ein großer Fan von dem British Racing Green bin. 40, 5 long, Wir werden mal schauen, wie sich das hier so fährt. Fühlt sich ein bisschen schwammig an. So. And left four into middle over long press into left four over 80 don't cut 60. Ich glaube, das ist doch etwas zu lang, die Übersetzung. Caution right three long stay mid tight over crest 60 long press jump maybe. Da muss ich mal gleich noch ein bisschen dran arbeiten. Nee, das ist so langsam hätte ich jetzt auch nicht werden müssen. Left six 80 crest right six over crest bump and crest 40. Vielleicht noch ein bisschen. Ein bisschen schwächeres Differential. Also das Fahrgefühl ist schon etwas sehr locker. Nett gesagt. Ein schön langer Abschnitt hier für einen Shakedown. Aber da ist auch schon das Ziel. Nee, da muss noch was gehen. Ob es wohl wirklich Leute gibt, die die 10 Versuche aufbrauchen? Machen wir mal da ein bisschen kürzer. Die können wir mal
mal, glaube ich, die machen wir mal so. Machen wir mal noch einen Shakedown. Mal gucken, also jetzt fühlt es sich schon mal nicht mehr ganz so schwammig an, das finde ich gut. Es ist wirklich blöd, dass man die Zwischenzeiten für die Shakedowns nirgendwo angucken kann. Also das heißt Zwischenzeiten, einfach Zeit halt. Da müsste ich mir fast selber eine Stoppuhr hier hinlegen. Um zu gucken, ob da irgendwelche signifikanten Veränderungen eintreten. Wir werden gleich einfach mal schauen. Der Mini hebt echt nicht vom Boden ab, ne? Irre. Ich glaube, so können wir antreten. Das ist vielleicht nicht das perfekte Setup. Aber es ist eins, mit dem ich zufrieden bin. Wo das Auto nicht so wackelt und sich einigermaßen sicher lenken lässt. Ich denke, das sollte ausreichend sein. Außerdem habe ich den Eindruck, wir sind jetzt schneller beim Ziel gewesen. Dann wollen wir doch mal. Das ist halt übrigens auch noch so ein Ding. Ich könnte viel mehr Zeit investieren in das Setup. Aber ich will euch ja auch nicht ewig langweilen hier. Da sind wir doch lieber gechillt und auch wenn wir damit vielleicht nicht die perfekten Platzierungen erfahren. Wichtig ist nur, dass wir in die nächste Liga aufsteigen. Dann könnte es allerdings schon knapp werden. Da bin ich gespannt. Also wenn wir in den ersten beiden Saisons schon nicht die erste Platzierung erreichen konnten, bin ich gespannt, wie sich das dann weiter verhält. Solange es zum Aufsteigen reicht, ist mir das völlig ausreichend. Da gibt es dann halt auch die besseren Preisgelder, ne? Wie im echten Leben halt. Und das ist eine sehr coole Sache. Apropos coole Sache, ich fände es ja irgendwie witzig, wenn man als, wenn YouTube es unterstützen würde, dass man ein GIF als Titelbild für eine Folge einfügen könnte. Oder so eine Mini-Vorschau, dass dann irgendwie man als Hochladender auswählen kann, dass ein kleiner Abschnitt aus dem Video da laufen soll. Ich meine, da bräuchte man natürlich viel höheres, also dann bräuchten viel mehr Menschen schnelleres Internet, damit das funktioniert. Aber wäre trotzdem cool. Ich glaube, ich werde mal versuchen, einen Vergleichsvideo zu machen zwischen Dirt 3 und Dirt Rally. Mein Dirt 3 ist natürlich auch schon viel älter. Aber das liegt mir irgendwie am Herzen. So hügelig hatte ich Finnland gar nicht in Erinnerung. Muss ich zugeben. Schon erwähnt, dass der Mini wirklich nie abhebt. Juckt meine Nase im Moment. Wir können hier nicht mit Ablenkung fahren. Den Luxus hat natürlich der Fahrer nicht. Da habe ich jetzt auch gerade mal die Illusion durchbrochen. Es tut mir sehr leid. Aber ich hoffe, ihr könnt damit leben. Right
So. Und so. Ich bin doch wirklich jedes Mal wieder erstaunt aufs Neue, wie krass dieses Spiel einen doch fordert. Das denkt man immer so auf Anhieb gar nicht. Aber... Oh, 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 oh. Verdammt, hier habe ich gepennt. So viel zu dem Thema, ohne Kollisionen hier durchzukommen. Das würde nämlich meine Reparaturkosten am Ende freuen, wenn ich die mal nicht zahlen müsste. Ich habe übrigens voll die gute Idee hier eigentlich für so einen Koop-Modus. Das wäre doch cool. So ein bisschen, es gibt bei GTA 5 ja so einen ähnlichen Ansatz, dass man Rallye fährt, der eine Fahrer kann, also der eine ist der Fahrer und steuert halt das Auto, der andere ist der Beifahrer und kann als einziger, ist als einziger in der Lage, die Strecke zu sehen. Also wo die Kurven kommen, wo man langfahren muss und so. Ach, hier sind wir wieder. Und das fände ich doch sehr cool, wenn man hier auch so einen Koop-Modus hätte, dass der eine halt den Fahrer macht und der andere macht den Beifahrer. Und man kann sich da quasi persönlich absprechen. Der Beifahrer kriegt dann halt angezeigt, was die Strecke hergibt. Das wäre doch ein geiles Feature. Ist da vorne das Ziel? Ja. Und der Beifahrer kriegt dann halt dafür auch besondere Punkte irgendwie für sein Team oder so. Wir haben einfach Platz 3 gebucht. Wie es scheint. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wer beim letzten Mal mit uns da zusammen gefahren ist. Welche drei Fahrer? Welche mit uns aufgestiegen sind, meine ich, in diese Liga, in diese Saison, in die Clubman-Klasse. Aber... das ist die gleiche. Und das ist die gleiche wie die. Nur die erste Stage wiederholt sich nicht. Das wäre natürlich interessant zu sehen, wo die hin sind. Ich könnte natürlich einfach mal gucken im Let's Play selber. Ja, fuck. Start verpennt. Ich finde das aber immer krass, dass ich auf den ersten dann so 20 Sekunden teilweise Rückstand habe. Ich meine, in der letzten Strecke hatten wir jetzt einen kleinen Schnitzer drin mit der Kollision mit dem Baum da, wo ich mich verschätzt habe mit der Kurve. Ansonsten war das doch eigentlich eine ganz gute Durchfahrt. Aber wir halten uns einfach tapfer. Und bleiben optimistisch. Vielleicht fahre ich auch doch noch etwas zu vorsichtig. Ah, jetzt ist der Mini auch mal abgehoben. Da habe ich es jetzt extra abgebremst, damit das nicht zu sehr passiert. Oh, wow. Ja, shit. Ich wusste noch, da kommt gleich eine Rechtskurve und dann sah es so sehr nach Linkskurve aus. Scheiße. Aber naja, alles ist mir recht, solange wir in den Top 3 der Saison bleiben. Immerhin ist eine Sache an dem Mini bisher mir sehr positiv aufgefallen und das ist bisher auch noch nicht... Also bisher ist es nicht passiert zumindest, dass der Mini so wirklich krass ins Schleudern kommt. Das finde ich sehr schön. Also man gewinnt sehr schnell die Kontrolle zurück über den Mini, auch wenn er mal ein bisschen rutscht. Aber so ein endloses um die eigene Achse schlittern habe ich mit dem Mini bisher noch nicht erlebt. Jump maybe 130.
Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen traurig, dass das gestern mit dem Achievement dann doch in Anführungsstrichen geklappt hat. Das Achievement, das man kriegt, wenn man so viel Schaden erleidet, dass man die Rallye nicht zu Ende fahren kann. Das ist fast schon pietätlos, da hätte der Fahrer doch bei sterben können. Davon hört man erstaunlich selten übrigens. Aber das liegt einfach daran, dass Rallye nicht so ein populärer Sport ist. Zumindest nicht zum Zuschauen. Ich muss auch sagen, ich habe ja schon am Anfang des Let's Plays gesagt, zum Zuschauen ist das wirklich kein besonders spannender Sport. Man guckt das und, naja, da fährt halt alle paar Minuten mal ein Auto vorbei. Das ist eher ein Sport zum, naja, Selbsterleben ist jetzt auch falsch, weil nicht jeder mal eben Rallye-Fahrer wird, aber das ist ein guter Sport zum selber Spielen. Also es bietet sich sehr gut für ein Videospiel an, weil man das halt einfach nicht so schnell mal eben selber macht. Und das gilt ja für viele Sportarten, die man als Computerspiel machen kann. So kann man zumindest den Nervenkitzel erleben, einer Rallye. In gewisser Weise. Natürlich ist das was anderes, als wenn man tatsächlich selber in dem Auto sitzt, aber ihr versteht schon, ne? So. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Verdammte Scheiße. Habe ich nicht gesagt, man kriegt schnell die Kontrolle wieder? Ja, das war jetzt natürlich mega kacke. Das waren wirklich 15 Sekunden, die wir nicht gebraucht hätten. Damit wären wir nämlich auf Platz 2 gelandet. Es wird Zeit für das Aussuchen eines geeigneten Shots fürs Titelbild. Der wäre schon mal in Frage kommen. Aber ich hätte gern einen schöneren eigentlich. Den sicherlich nicht. Da hat man ihn tatsächlich mal vom Boden abheben sehen. Was geben denn die unterschiedlichen Kameraperspektiven hier so her? Leider kann man die Dings nicht verändern. Wo ist denn hier die Dingskamera? Ach, das ist die. Okay. Die Kamerahöhe lässt sich leider nicht verändern. Das ist ein bisschen blöd. Und der war doch gut. Okay, reicht mir jetzt aber auch. Oh, wir sind trotzdem eine Runde aufgestiegen. Das ist natürlich gut. So. Jetzt wollen wir natürlich mal gucken, was wir an Reparaturen kriegen. Wären wir auf Platz 1 gelandet, wären wir noch weiter. Wären wir nicht diese 15 Sekunden da, hätten wir die nicht aufgeschlagen bekommen wegen der Kollision mit dem Zuschauer. Wäre das natürlich noch etwas besser. Immerhin kriegen wir die Reparaturen im Normalfall ganz gut durch. So, hier haben wir jetzt relativ lange Geraden in diesen nächsten beiden Events. Die können wir noch machen. Dann wollen wir doch mal loslegen. Ich frage mich immer noch, ob man eigentlich Strafsekunden kriegt, wenn man zu früh losfährt. Jetzt hätte ich doch noch mal die Aufhängung etwas stärker anziehen sollen. Ich hätte ja immer noch gerne einen Force-Feedback-Stuhl. Das wäre toll. Gerade für solche Spiele natürlich. Außerdem hätte das auch eine volle Massagefunktion. Zumindest bei diesem Spiel. Crest 100, bump.
So. In so. Mini gefällt mir tatsächlich irgendwie besser gerade als die anderen beiden. Aber der Renault ist irgendwie doch der flottere von den dreien. Der Lancia ist so eine gute Mischung. Der war schon, glaube ich, das geeignetste Einstiegsfahrzeug der Lancia. War doch ein Lancia, oder? Okay, okay, okay. Also ruckel das Auto, nicht das Spiel. Das finde ich endlich blöd, wenn das Spiel anfängt zu ruckeln. So. Das sind jetzt nicht ganz die langen Geraden, die ich erwartet hatte. Aber es sind genug. Hier zum Beispiel. Oh, oh, oh. Das war ein gutes Beispiel fürs die Kontrolle zurückgewinnen übers Auto. Und das ist ein gutes Beispiel für das Gegenteil davon. Immerhin, wir sind genau den Zuschauern ausgewichen. Ist doch schön. Dafür möchte ich wetten, sind jetzt unsere Scheinwerfer wieder im Eimer und so. Na, mal sehen, wo uns das hier noch hinführt. Wie bleibt denn hier auch das Finish? Ich warte schon drauf. Au, 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 au. Uncool. Das war auf jeden Fall irgendein größerer Schaden, möchte ich wetten. Ich kann die Strecke hier teilweise so schlecht einschätzen. Brücken gibt es hier irgendwie selten. Okay, das war jetzt nicht so ein toller Durchgang, wie ich hoffte. Nur Platz 4, ja, damit werden wir ganz schön abgerutscht sein. Aber ich will jetzt diesen einen Überschlag finden. Kommen wir da nicht schneller hin, wenn wir das rückwärts machen? Klappt das überhaupt? Ja, sehr schön. Da wäre jetzt natürlich eine Maussteuerung super, wenn man einfach durch das Video sich durchklicken könnte. Also ich meine natürlich den Überschlag, wo wir so toll den Zuschauern ausgewichen sind. Außerdem sieht es doch auch mal lustig aus in rückwärts. Hier müsste er sein. Ist hier eine Slow Motion? Ja, so. Das möchte ich bitte einmal so haben. Halt langsam verzerrter Musik, grandios. Aber ist mir auch noch nie aufgefallen, dass dabei die Äste und so rumknicken. Das ist natürlich auch geil. Entschuldigung für die fiese Musik.
Tja, ganz knapp. Schön, wie die Leute gucken. Ja. Und dann applaudieren sie, wie nett. Klasse. Gut, dann mal weiter. Und wir sind immer noch auf Platz 3 immerhin. Ob wir da nochmal weiterkommen, egal. Wir gehen jetzt erstmal in die Menüs zurück und machen hier mal eine kleine Pause bis morgen. Und ich sage natürlich wie immer danke fürs Zuschauen. Jetzt wieder raus aus dem Vollbildmodus und nicht runterlegen. Was ist denn da? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!